Naja, ich denke, dass gerade unsere Politik das Vertrauen der Menschen ganz massiv gewinnen, weil zu Recht die Menschen von den Verantwortungsträgern sich abwenden und heute sich sehr politisch interessieren und auch durchaus unseren Lösungsvorschlägen in vielen Bereichen Recht geben. Die Wohnungsvergaben im sozialen Wohnbau unter dem Motto laufen: Willst du eine Wohnung haben, brauchst du nur ein Kopftuch tragen. Das zeigt nur auf, wie in diesen Bereichen falsch gehandelt und falsch agiert wird. Aber genau das ist das System, das wir heute erleben. Das fängt ja bei den Links-Linken an im Schulbereich, wo man jetzt sagt, jetzt brauchen wir die Schule zur Gesamtschule bis zu den 14-Jährigen. Alle sind gleich, ne? Anstatt dass man sagt, keiner ist gleich. Jeder von uns hat Stärken, Schwächen und Begabungen, auf die wir einzugehen haben. Wo man auch junge Menschen nicht nur fördern, sondern auch fordern muss. Ja, wohin führt denn das, wenn wir heute unsere Kinder nicht mehr benotten vielleicht, ne? So nach dem Motto, ihr braucht gar nichts mehr lernen, ihr kommt eh durch und nach der Schule gleich in die Mindestsicherung. Ja, was ist denn das für ein Modell? Ja? Und auch die Bettlermafia und ihre kriminellen Hintermänner mit ihren wirklich miesen Geschäften in Wien endlich abzustellen mit einem Bettlerverbot. Also wenn die ÖVP sich heute irgendwo hinstellt und sagt, sie hätte die Wirtschaftskompetenz, dann sage ich, sie sollen bitte den Mund halten. Was ist Ihre Prognose zum 11.10.? Die Chance, ein historisches Ergebnis zustande zu bringen und das erste Mal zur stärksten politischen Kraft in Wien zu werden und damit die undemokratische Ausgrenzung von der SPÖ gegenüber uns zu überwinden und sicherzustellen, dass Rot-Grün keine Fortsetzung findet, weil sie keine Mehrheit mehr haben werden. Immer wieder Österreich, immer wieder Österreich.